Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play iTech Afterburst Plus. Setz dich einmal ein. Gibt uns ein blaues Herzchen, sehr geil. Ja, wir spielen Judas. Wir haben die Karte, genau. Ja, ich habe gerade einen Run mit Judas versucht und ihr glaubt nicht, wie ich gestorben bin. Ich habe einen Raum betreten mit nur noch einem halben roten Herzchen. Und ich habe davor eine Karte aufgehoben. Wodurch ja, wenn man eine Karte aufhebt, kommt ja oben in schwarz einmal Schrift, was das für eine Karte ist, ne? Und ja, dann hebe ich diese Karte auf. Diese Schrift kommt. Ich betrete den nächsten Raum und sehe halt nicht, was da oben ist. Und renne exakt in Feuer rein. Geil, ne? Richtig, richtig geil, Alter. Ich hab mich so verarscht gefühlt, das glaubt ihr nicht. So verarscht. Oh. Okay. Eine Bombe, das ist schön. Noch eine am besten. Eine Bombe brauchen wir noch. Damit wir uns in den Zacki-Zacki-Raum reinsprengen können. Was ist ein Poop? Ne, das ist Poop. Einfach nur Poop. Okay, reroll ich jetzt hier. Ich versuch's mal. Das nehme ich gerne mit. Ist ein schönes Item. Ist ein sehr schönes Item. Cricket's Body. Splash Damage. Oh, das ist so schön. Bombe? Komm. Hier unten. Hier hinten. Nein! Chariot. Oh, ich habe eine Idee. Chariot und... Nein! Aber Steam Sale. Ich wollte ihm. Oh. Ich wollte den Schlüssel gar nicht mitnehmen. Shit! Wir brauchen noch eine Bombe. Ich will in diesen Zacki-Zacki-Raum. Ich will da unbedingt rein. Okay, wir brauchen noch zwei Bomben, denn ich will diesen blauen Stein. Das wäre sehr schön, sehr schön. Mann, ich habe gerade versucht, High Priests ist ja ein. Zählt ja als Explosionsschaden. Dieser Fuß, der runterkommt. Und wenn kein Gegner im Raum ist, dann greift der Fuß von High Priests halt Isaac an. Beziehungsweise den Charakter, den wir spielen. Und mit Chariot hätte ich dann keinen Schaden bekommen. Wodurch... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wodurch dann der Geheimraum aufgesprengt worden wäre. Oder rausgesprengt worden wäre. Der Ausgang. Und wir... ja, in den Zacki-Zacki-Raum hätten reingehen können. Aber leider hat es nicht so funktioniert, weil da der Keeper war, der als Gegner zählt. Aber dadurch haben wir jetzt einen Steam Sale bekommen. Was auch recht nett ist. Das HP-Upgrade nehme ich mit. Und Ragman machen wir so kaputt. Nehmen die Spritze sehr gerne mit. Und haben hier schöne Items. Sehr schön Items. Zack. The Pack gibt uns auch nochmal zwei blaue Herzchen. Genau, schön Damage und Tears ab. Und Brother Bobby. Brother Bobby hätte ich jetzt nicht mitnehmen müssen, aber wenn ich schon meine schwarzen Herzchen ausgebe, meine roten Herzchen ausgebe, dann kann ich das auch richtig machen. Hätte ich mir nur The Pack geholt, hätte ich genauso viele Herzchen wie jetzt gehabt. Also von daher passt das alles schon so. Wir nehmen es mit. Weniger Damage, dafür aber Speed Up, Tears Up und Shots. Ne, Range Up. Ich glaube, und ein HP-Upgrade haben wir bekommen. Ich glaube, das ist okay. Das kann ich so akzeptieren. Auf jeden Fall. Wow. Doch. Hol ich mir. Und... ja. Das HP-Upgrade ist gar nicht mal so bad, ne? Und Tears-Up ist halt auch übel gut. Wir haben halt... jetzt ein 5er Tears-Up. Niedriger geht's nicht. Außer mit bestimmten Items. Nochmal Curse of the XXL, Alter. Der Fluch kommt mir momentan ziemlich häufig vor. Beziehungsweise den habe ich ziemlich häufig. Momentan. Schon der zweite Run heute, den ich mit zwei Curse of the XXL habe. Also hintereinander. Ich weiß gar nicht. Habe ich. Ich. Egal. Schon krass. Oh, dieses Splash Damage ist halt super geil.
Cricket's Buddy, schönes Item. Sehr, sehr schönes Item. Immer gerne mitnehmen, tue ich dies. Ist halt einfach, es ist so schön. Dieser Splash Damage, es ist OP. Es ist so OP. Hey. Und Tüdelü. Ah, the Moon. The Moon ist gar nicht mal bad. Können wir vielleicht einsetzen, um uns irgendwo rauszuporten? Das machen wir. Guppies Paw. Einmal aufheben für Guppy. Mal gucken, ob wir noch irgendwie ein paar AP-Upgrades finden oder so. Wenn ja, dann werde ich Guppies Paw halt einsetzen. Wenn wir im Devil Deal nichts Gutes sonst haben. Sag ich mal. Beziehungsweise nicht alle unsere Herzen ausgeben können. One makes you small, ein paar blaue Herzchen, auch schön. Wir haben schöne, schöne Herzchen. Okay. Okay. Nice, okay. Und in diesem Schaden, in diesem Run, bekomme ich auch nicht so viel Schaden. Schön herrlich. Ist schon herrlich. Zack, schwarze Kackhaufen kaputt machen für Damage. Ja, schwarze Kackhaufen kaputt machen, macht Damage. Ja, das ist schon krass, ne? Oh Gott, Damage bekommen. So viele Tränen, die ich hier sehe. Ich weiß nicht, was die Gegner-Tränen sind, was meine. Okay. Das war fast gut. Ach, komm schon. Ist das jetzt dein Ernte, ey? So viele Tränen, die hier rumfliegen, Alter. Ich weiß noch nicht, welche meine sind und welche die vom Gegner. Weil alle rot sind. Das ist ein bisschen problematisch. Bisschen problematisch. Brauchen gleich... Irgendwas Schönes im Itemraum. Wäre nett. Wäre sehr, sehr nett. Wie ein paar blaue Herzchen oder so, die man durch ein Item bekommt. Okay. Okay. Zack. Okay, easy. Wo geht's denn bitte zum Boss? Ich wusste gerade schon wieder nicht, was meine Tränen sind. Okay, goldener Schlüssel, das ist schön. Hier geht's auch nicht zum Itemraum, okay. Verarsch mich halt, Spiel. Mob mich halt. Kann nicht mit umgehen. Aber wir haben ja zwei Itemräume, ne? Stimmt. Wir haben ja XL-Ebene. Och ja, stimmt, ja. Das ist schön. Das ist nett. Sehr nett. Deswegen ist die Ebene so komisch. Oh. Danke fürs Aufspringen. Emperor. Ich mach das. Okay. Das ist ja... Leute, wir sind sogar schon beim zweiten Boss angekommen. Okay, Emperor portet einen direkt zum zweiten Boss. Das wusste ich auch nicht. Okay. Wir haben den Devil Deal bekommen. Hier noch ein HP-Upgrade, okay. Und wir bekommen nur Krampus. Das heißt, wir werden Guppies Paw einmal einsetzen. Er dreht sich. Alter, das war unfair. Er dreht sich schon wieder und schießt im Kreuz. Was ist das? Digga! Ist doch gar nicht unfair oder so. Ich weiß noch nicht, wie man gegen Krampus spielen soll. Ich habe keine Ahnung, Alter. Einmal aufheben, einsetzen. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Sehr gerne. Und 99 Bomben. Jetzt haben wir schön viele Bomben. Das ist super. Das ist super, super. Death. Okay. Sollen wir hier einsetzen? Und Z-Bombs. Das ist auch nicht schlecht. Wir sprengen hier mal ein bisschen. Z-Bombs ist ein schönes Item. Das ist ein sehr schönes Item. Vor allem mit Brimstone oder so. Ist halt übel OP. Übel OP. Müssen wir noch den zweiten Boss machen, ne? Haben noch The Moon, okay. Könnten uns rein theoretisch aus dem Bosslash rausporten. Haben wir mit Judas schon den Bosslash gemacht? Bin der Meinung, ja, oder? Haben wir? Ja, haben wir. Double Charge. Das ist schön. Das ist sehr schön.
Nochmal ein paar Münzen spenden, genau. Und Stain noch besiegen, okay. Mal Buch einsetzen. Ein bisschen mehr Damage. Ausweichen nicht vergessen. Vor welchen Tränen weiß ich nicht. It bring death. Ja, das heißt, wir kriegen als nächsten Boss den Tod? Also the death? Ich weiß es nicht. Macht das Trinket das? Ich habe keine Ahnung. Oh, ai. Wenn wir nicht gut genug getränkt bekommen... Wir sind bei 9 Minuten, Alter. Die XXL-Ebenen. Die XL... Oh, warte mal. Wir haben hier eine schöne Fliege. Und hat die manchmal den Death-Effekt? Also, dass sie alles slowt, sag ich mal? Beziehungsweise Sensen beschwört? Das wäre... Okay. Werden wir schon noch herausfinden. Hey, wir haben übrigens keine XL-Ebene. Schade. Schade, schade. Wäre geil gewesen, noch eine XL-Ebene zu haben. Alter. Okay. Danke. Einmal hier springen. Einmal hier springen. Kein schwarzes Herzchen. Das ist schade. Hätte ich gerade gern bekommen. Blaue Herzchen haben wir auch nirgends. Das ist nett. Wir sehen die Geheimräume jetzt alle. Wir haben halt wenig Damage eigentlich, ne? Judgment. Und das. Spast. Oh Gott. Okay, wir haben eine 91%ige Chance auf den Devil Deal. Das ist super. Und das ist schön. Was haben wir hier? Du Farz. Toll. Was haben wir hier? Noch mehr Geld. Alles einfach spenden. Kann man ja mal machen, ne? Gott, oh Gott. Ja. Und hier ist der Boss. Schön. Das war dumm. Wieso bin ich denn da reingerannt, Alter? Noch eine Bombe. Cool. Hallo, Monstro 2. Machen halt erstaunlich wenig Damage, ne? Also den Boss-Rush machen will ich nicht. Erreichen, ja. Machen, nein. Von was wurde ich getroffen? Von der feindlichen Träne wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Oh. Meine Tränen sind so rot. Okay, nein, ich gehe erst in den Devil Deal. Ich habe Guppies Bohr nicht eingesetzt. Stimmt. Ach man, das wollte ich ja noch machen. Okay. Sister Maggie? Nee, Brother Bobby. Das war Brother Bobby, oder? Habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ich dachte mir so, okay, das Herzchen spare ich mir dann lieber. Glaube ich, dann wichtiger als ein Blaustein. Mit einer Treubombe. Blaues Herzchen. Nice. Sehr schön. So, hier. Den geheimen Raum. Schon mal sehr geil. Okay. Okay. Und. Okay. Alles sprengen. Natürlich kriege ich da Schaden. Ich weiß nicht, was ich habe. Ich weiß nicht, wie viele Dings ich habe. Ich bin auf jeden Fall voll geheilt. So viel weiß ich. Okay, das war super gesprengt. So. So. Empress ist auch eine nette Karte eigentlich. Komm, noch ein Steam Sale. Komm, gib mir noch ein Steam Sale. Dann Restock. Komm schon. Oder einen Automaten zum Rerollen. Das wär's. Okay. Da ist eine Träne auf mich zugeflogen gekommen. Echt jetzt? Scheiße, ich glaube, wir haben kein Herzchen mehr. Kein wichtige, also kein nicht-rotes. Wir haben jetzt, glaube ich, noch zwei rote Herzchen. Ja, ich hatte kein blaues Herzchen mehr zwischen dem roten und dem schwarzen. Shit. Cheat, cheat. Hier droppen wir aber auch keine schwarzen Herzchen, ne? Nirgends. Oh Gott. Okay. Schlüssel brauche ich jetzt gerade nicht. Hebe ich jetzt nicht auf.
Okay, jetzt kann ich den aufheben. Könnten uns in die Dark Room porten, aber... Nö. Ist jetzt nicht so mein Turn. Also wir könnten uns nicht mal in die Dark Room porten. Also wir haben nicht mal genug Leben dafür. Aber rein theoretisch könnte man es. Lib Brimstone, nehme ich mit. Gib mir Restock, Alter. Gleich im Shop. Ich will's haben. Okay. Hab ich den Schalter gerade nicht getroffen, ey. Schade, aber wir können rerollen. Kompass ist nice. Blaues Herzchen nehme ich gern mit. Das nehme ich gern mit. Hive Mind nehme ich mit. Was ist das für eine Karte? Hanged Man. Ist auch nett. Aber brauche ich gerade nicht. Leiter. Das. Das. Ja, das nehme ich auch noch mit. Komm schon, Spider-Mod wäre geil. Ich weiß gar nicht, was das heute macht. Pokémon Go. Gotta catch him. Nochmal Hanged Man dann jetzt. Der Automat ist kaputt. Nein. Das nehme ich mit und extra Card Room. Bomben. Joker. Okay. Da haben wir ein paar Items bekommen. Ein paar. Ich war gerade voll der Meinung, ich kann fliegen. Warum auch immer. Wir haben die Spider-Mod, das ist sehr geil. Und wir haben den Kompass. Die Map fehlt ein bisschen, aber egal. Wir haben auch Herzchen. Schön viele blaue Herzchen. Machen halt aber echt im Vergleich ziemlich wenig Damage. Wohl nur am Arms Fuß haben wir so wenig Damage gemacht. Nee, hier machen wir eigentlich ganz gut Damage. Warum mit Brimstone Baby noch dabei? Warum kämpfe ich nicht mit dem? Negativ nehmen wir mit in den Devil Deal. Goat Head. Nehme ich noch mit. Und das nehme ich nicht mit. So, was haben wir hier? Ich glaube, ich nehme den Big Ben mit. Versuch den Boss Rush jetzt einfach mal. Okay, nein, ich mache ihn nicht. Ich mache ihn nicht. Wieso habe ich Joker eingesetzt? Egal, wir haben eh einen hundertprozentigen Devil Deal. So, da unten ist ein Kampfraum. Und oben geht's zum Boss. Ist der Geheimraum oben? Ja, ist er. Wir brauchen die Geheimraumkarte jetzt eh nicht mehr. Wir haben noch im Shop auf bei Hush ne, die Möglichkeit. Warum mache ich Hush? Eigentlich will ich Hush nicht machen. Haben wir mit Judas schon? Nein, haben wir nicht. Okay, wir müssen eh noch Hush machen. Aber nicht mit den Tränen, oder? Aber je nachdem, was wir gleich noch in den Item, in den Itemräumen, ich meine, in den Bossräumen bekommen. Wie gesagt, wir haben halt die Möglichkeit, noch bei Hush Restock zu finden. Aber mein Leben ist halt auch nicht gut, ne? Also, oh Mann, eigentlich, das ist gerade. Eigentlich will ich es nicht. Eigentlich will ich es nicht. Aber es wäre halt geil. Hush machen ist irgendwie. Ah, weiß ich nicht. Die Items halt, ne? Die Items machen es halt. Die geben so dir das Gefühl, okay, du musst Hush machen, Mann. Das ist geil. Du kannst geile Items bekommen. Meistens bekommst du dann zwar Scheiß-Items. Oh, das ist meine Fliege. Warum ist... Warum habe ich eine Fliege? Hä? Ach, GameKit! Pokémon Go! Das ist cool. Das ist echt cool. Aber die sterben auch nicht, ne? Das ist ein cooles Item! Das ist ein cooles Item. Ich habe Angst um meine Tränen. Ich weiß nämlich nicht, was meine Tränen sind und was nicht meine Tränen sind. Okay, hallo Tod. Ach, das Death Trinket haben wir auch nicht mehr. Huh. Okay, der ist tot. Und das Schwertchen auch. Wall of Bandages. Devil Deal. Book of Sin brauche ich jetzt nicht. Aber ich hoffe, dass der nächste Devil Deal noch geil ist. Wir brauchen halt... Ja. Items. Starke Items. Ich glaube, ich bringe mich hier durch, ey.
Mal kurz in den Geheimraum gehen. Gucken, was wir hier drin haben. Was wir hier drin haben. Da war ein blauer Stein, okay. Hab ich gar nicht gesehen. Noch ein blauer Stein? Nee. Wieso habe ich ein blaues Herzchen bekommen? Egal, wir haben genug Schlüssel. Mystery Sack, das ist okay. Und wir haben schön viele blaue Herzchen. Oh, lol. Oh, lol. Wir haben noch einen Gegner. Wir gehen hier rein. Was ist das? Tonsil Stick. Was bringt mir das? Was ist das? Ich habe so viele Bloodbag. HP Upgrade. Ja, gut für den Devil Deal halt, ne? Ist halt okay. Ist okay. Ich brauche das Geld eigentlich gar nicht. Wieso gehe ich hier lang? Ach nee, hier ist... Lol, warte, was? Wenn es hier jetzt der richtige Weg ist, ne? Bin ich random einfach dumm gelaufen. Und zwar richtig. Oh Gott, ist dieser Begleiter gut. Gott, ist der cool. Wo ist hin? Da. Das ist ein cooler Begleiter. Aber er ist fast tot. Nein, mein Begleiter ist fast tot. Finde ich nicht okay. Wir haben noch eine Fliege gespawnt, geil. So. Komm, jetzt heißt es alles oder nichts. Devil Deal. Gib mir gleich einen guten Devil Deal. Sodass ich noch gute Items bekomme. Um Hasch zu machen. Hallo Devil Deal. Oh Gott, wir machen's. Was haben wir hier? Razor Blade. Hier, Judas Shadow. Oh, es wäre ein Damage-Multiplizierer, ne? Aber wenig Herzen. Wir hätten verdammte wenig Herzen. Oh Gott, ich bin gerade wieder allen Tränen ausgewichen. Ich bin gerade am Überlegen. Nee, ich wende hier Judas Shadow jetzt nicht an. Aber wir gehen weiter. Oh, ich kann es nicht glauben, das war dumm, dass ich jetzt Hasch mache, oder? Oh Gott. Oh mein Gott, wir haben Curse of the Lost. Das ist so schlimm. Steven, Damage up, das ist schön. Ja gut, das sind jetzt Items, die brauche ich jetzt nicht so. Unbedingt. Ist jetzt nicht so wichtig. Nehme ich auch gar nichts von mit. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ich nehme das alles aber mit. So, hier. Minimasch. Den nehme ich mit. Zack. Vielleicht ist hier noch ein Schwarzmarkt oder so? Ach komm. Nein, okay. Oh Gott. Hier vielleicht Schwarzmarkt? Nein. Das blaue Herzchen nehme ich mit. Was ist denn hier? Hierophant. Oh, da mache ich das anders. Mach das so. Zack. Zack. Dupliziere jetzt das. Bring mich jetzt um. So. Nein, Papier. Okay. Weiter, immer weiter. Zack. Und nochmal. Jetzt sind wir Judas Shadow. Haben nochmal Damage drauf bekommen. Setzen einmal das ein. Setzen es nochmal ein. Hierophant zweimal einsetzen. Haben dadurch blaue Herzchen. Können beide Trinkets mitnehmen. Und gehen jetzt Hasch machen. Wow, das viel Damage gemacht. Oh Gott, Leute, warum mache ich Hasch? Warum mache ich Hasch? Das werde ich doch niemals packen, Alter.
Ich habe einen Ball of Bandages. Könnte reingehen. Aber nein, ich mach's nicht. Ich muss ein bisschen mit meinem... Oh Gott, ich bin in Hasch gespawnt. Kannst du nochmal einsetzen? Es bringt zwar nichts, aber egal. Okay, schön ausweichen. Ausweichen, konzentrieren. Oh Gott. Die haben halt 3 Orbitals, ne? Eigentlich kann uns von Tränen aus nichts passieren. Kaum was. 3 Orbitals sind halt, also... Es wird gedefft ohne Ende, obwohl... Unser Big Bad Protector ist halt geil. Big Fan. Okay. Wir machen so gut wie einfach gar kein Damage. Einfach so gut wie gar kein. Wir haben die Spritze, oder? Haben wir die Spritze? Nee, das war im letzten Run, den ich verkackt habe. Stimmt! Den ich nicht hochgeladen habe. Das war auch ein Judas Run vor dem Run hier. Da bin ich, ach das, ja, habe ich ja gesagt, bin ich hier gestorben. Übel dumm. Und da hatte ich die rote Spritze, dann hätte ich in die Fliegen reinrennen können. Die hätten mir den rote Herzchen schwarze Herzchen gegeben, weil sie vergiftet worden wären und so weiter. Aber ja, okay, das geht eigentlich erstaunlich gut hier gerade. Es läuft erstaunlich gut. Wir machen ganz gut Damage. Oh Gott. Bin hier safe. Auch hier bin ich safe. Wir machen durch den Ball of Bandages und so einer Big Bad Fan ganz gut Damage. Oh Gott. Ich sollte nicht im Fliegen stehen. Okay. Aber wir können es schaffen, Leute. Ich bin zuversichtlich. Weißt du nicht, was meine Tränen sind und was nicht meine Tränen sind? Okay, die Spider-Mod hat gerade eingefroren alles. Oh lol. Oh lol. Stehe ich hier safe? Ich glaube, ich bin nicht safe. Momentan. Okay, hier bin ich safe. Alter, wir haben ihn gleich. Wir haben ihn bald. Bald haben wir ihn. Bald haben wir ihn. Bald haben wir ihn. Ich glaube, ohne Judas Shadow, ne? Wäre ich so am Arsch. So am Arsch. Wir haben ihn gleich. Wir haben ihn. Ja! Oh! Geh ich hoch? Geh ich? Nein, ich kann Void nicht machen gehen, Alter. Wir gehen hoch zu Isaac. Ich glaube, da haben wir auch die Chance, reingeportet zu werden in The Void. Aber... Nee. Kann ich nicht machen. Ich will erstmal sowas hier machen. Also ganz normal Polaroid freischalten, Isaac ein bisschen bekämpfen. Das will ich machen. Void kann ich gern erstmal ignorieren. Ich weiß nicht, wie viele Herzchen ich habe. Ein paar. Ein paar. Ich setze mal das ein. Okay, jetzt unser... So langsam stimmt unser Damage, ne? Würde ich jetzt mal sagen. 14. Fast 15er Damage. Ist okay. Ich meine, komm, wir haben Hasch gemacht, Alter. Wir haben Hasch gemacht. Hasch! Also, das ja alles easy sein. Bomben brauche ich nicht. Oh, hier geht's nicht zum Boss. Pop nicht raus. Hier oben geht's dann zum Boss und jetzt rechts, glaube ich, lang. Zack. Wow. Hey, du. Na? Tschüss, du. Ein Säckle. Eigentlich würde ich das Säckle gerne aufheben. Guck mal. Tschupp. Einfach übergetrampelt. Wenn man Gegner klein macht. Durch die Stringshots zum Beispiel, diesen pinken Pilz. Oder durch, ja, die Spider-Mod jetzt gerade in dem Fall. Kann man einfach rüberlaufen. Und dann sind sie tot. Geil, ne? Richtig, richtig geil. Mach ich den, will ich den Miniboss noch? Eigentlich will ich den Miniboss noch machen, ja. Ich glaube, ich mache ihn. Ich glaube, ich mache ihn.
Du lebst ja noch. Oh Gott, wäre ich immer nicht lang gegangen. Aua. Okay. Da gehe ich eh gleich wieder zurück lang. Hey. Wow. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Nein, ich muss, glaube ich, hier lang. Nein, muss ich nicht. Okay. Oh Gott. Todesraum. 50.000. Todesraum, was? Todesraum Nummer 1. So, das wollte ich sagen. Hey, 50.000? Hä? Todesraum Nummer 50.000. Vielleicht finden wir noch Money Quills bauen. Glaube ich zwar nicht dran, aber egal. Egal. Renn halt fast rein, Doki. Renn halt fast in Monstro 2. Ist okay. Kannst du gerne machen. Hast du da gespawnt? Eine Treubombe, okay. Noch zwei Portale. Und tschüss. Hier reingehen. Aber es bringt nichts. Obwohl das auch schon ziemlich cool ist. Haarglas. Yeah. Erstmal einsetzen. Bei Isaac. Bringt voll viel. Nein, ist gelogen. Wir machen super Damage. Auf jeden Fall. Hey, Isaac. So, noch einmal muss er runterkommen, dass er besiegt. Den haben wir. Komm. Nice. So, Leute. Gut. Das war's mit diesem Run. Das war's mit Isaac. Wir haben mit Jolas Isaac besiegt. Geil. Wir haben die Guillotine freigeschaltet. Wir müssen mit Jolas noch Blue Baby machen. Greedia Mode und Mega Satan. Ja. Weißt du, ich glaube, wir machen im nächsten Run Greedia Mode mit Judas. Ich mag Judas, Alter. Judas ist ein schöner Charakter. Oder wir machen Isaac mit Eve. Weiß ich noch nicht. Aber wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.